Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und ich spiele Ghostface. Das ist meine allererste Runde. Ist ein bisschen gelogen. Das ist meine zweite Runde mit Ghostface, aber vorhin hatte ich drei Disconnects. Ich tarn mich mal. Da konnte ich schon ein bisschen ausprobieren. Wir haben nicht gefarmt, sondern. Moin. Und da habe ich schon einen Grab. Sehr schön. Sondern sie ist einfach aus der Luke entschwunden. Aber jetzt weiß ich halt schon mal, wie ich mich tarne, wie ich mich enttarne. Genau. Ich spiele eigentlich mit dem gleichen Setup, wie wenn ich. Da vorne läuft jemand. Mit Piggy spiele. Das bedeutet, ich habe Geflüster dabei. Und Barbecue. Auch für die Punkte. Wo ist sie hin? Okay. Ah, da. Moin. Außerdem habe ich Nurse's Calling dabei statt Überwachung. Als so Perk zur Nahsicht. Also um mal ein bisschen die Survivor zu sehen. Oh, die Steuerung ist ein bisschen anders. Wenn sie sich selbst heilen oder geheilt werden im näheren Umkreis. Das Fenster. Hat im Nehmen. Das sah komisch aus, oder? Mach ich mal hier das hier kaputt. Noch rechts von mir. Ah, sie ist runtergesprungen. Nee, sie ist über mir. Nee, sie ist hier irgendwie. Sie ist direkt über mir. Komm doch runter. Will sie nicht. Du kriegst den Stun, ich nicht. Warum ist sie so schnell? Ist Ghostface ein langsamer Killer? Die hättest du ziehen müssen. Naja. Genau, und mein Ruin haben sie jetzt. Okay. Auch schon zerstört. Das war abgefahren. So, und jetzt ist sie irgendwo dort drüber. Ich höre sie hier. Ich tarn mich mal. Ja, und ich habe Add-ons dabei, die machen, dass ich. Ups, schwieriger zu enttarnen bin. Das ist der Führerschein der Violette. Ist hier oben? Nee, da ist kein Haken. Hier ist einer. Nee, nicht den Haken blockieren jetzt hier. Geh da weg. So, Leute. Ich lass los hier. So. Mann, warum sind die denn so schwitzig? Dann kommt sie jetzt an den Haken. Sie wurde hochgeholt. Nein. Dann kommt sie an den Haken hier vorne. Haben den Haken auch sabotiert. Das ist keine SWF. Ich weiß nicht, was der Plan ist. Die sind alle so nach und nach reingejoint. Hat sie nochmal hart im Nehmen jetzt? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vor allem weiß ich nicht, wo sie hin ist. Dort. So, ich trete mal gegen den Jen hier. Schwitzige Runde. Ja, Ghostface ist halt auch so ein Stealthy-Killer. Ich gehe tunneln, sorry, Leute. So. Die nehme ich weg. Wie sie sich auch einfach hinter der Palette geheilt hat, ne? Hey, so frech bin ich nicht als Killer, als Survivor. So. Ja, also normalerweise würde ich das jetzt halt nicht machen, aber puh, sind die frech und ich habe halt echt keine Chance, ne? So, aufhängen schnell. Warum konnte ich die jetzt schon wieder nicht mehr aufhängen? Das ist so frech, oder? So, verzwiebel dich hier. Du auch. Alle einmal verletzen. Nein. Warum wird das abgebrochen dann? Warum? Oh, ist das schwitzig. Warum sind die denn so anstrengend?
Hier links läuft sie her. Wahnsinn, oder? Krass. Ja, hier komm. Puh. Claudette hält sich hier neben mir. Oh ja. Und sie hält sich einfach hinter der Palette. Krass, ja, das sind so Runden. Da lernt man ganz viel. Ich muss jetzt ganz stark sein. Ja, und vielleicht auch zwischendurch mal durchatmen. Hier ist auch jemand lang gelaufen. Ich tarn mich mal wieder. So. Ein bisschen stealthy spielen und nicht so mitschwitzen. Egal wie die spielen, ich ziehe hier mein Ding durch. So, und dann habe ich auch meinen dritten Barbecue-Stack. Und kann mal ein bisschen durch die Gegend gucken hier. Ich habe viel Code Run Farm in letzter Zeit gekriegt und bin unglaublich froh, dass sie sich hier mal die diese Map hier gewünscht haben. So, dann gehe ich hier durch, weil sie nicht aufpassen wird. Ja. Den habe ich gekriegt. Und sie geht hier lang. Und hier. Und dann habe ich sie auch, aber sie hat hart im Nehmen. Sie dreht sich immer noch um mich, ne? Drehe ich mich mal entgegen. Mann. Oh, sie hat eingetankt. Es ist keine SWF, ne? Ganz sicher keine SWF. Und die spielen so schwitzig untereinander. Das ist doch einfach krass, oder? So. Die war doch hart im Nehmen. Die ist doch hart zum Fenster rüber gejumpt. Vorhin. So. Zumindest kriege ich so ein paar Hooks jetzt dadurch. Und ich muss aufpassen, dass das, was ich bei den Killern immer so witzig finde, wenn die sich zu nah am Haken verhüllen, dann oh, das war daneben. So. Kann der am Haken hängt, mich auch enttarnen. Und das finde ich immer witzig, wenn die sich dann verhüllen und ich vom Haken dann schwupp sie enttarne und die sich dann so ärgern. Ja, aus der Runde hier werde ich viel lernen, aber leider nicht viele Kills mitnehmen. Aber es ist auch in Ordnung. Barbie kriege ich ja jetzt schon ziemlich viele Punkte, auch wenn es nur auf Stufe 1 ist, glaube ich, sind es 50% mehr Punkte in allen Kategorien. Und ich spiele das erste Mal Ghostface. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich hier mega absahnen werde. Oh, das war knapp. Sie ist da hinten lang. Okay, sie geht weg. Dann gucke ich mal, ob ich hier ihr den Weg ein bisschen abschneiden kann. Kann ich tatsächlich so. Es ist nur noch ein Gen zu machen. Sie läuft zum Glück ein bisschen mehr geradeaus und rettet sich von Palette zu Palette. Aber ja, sie hält mich auch schon wieder so lange hin, dass ich weiß, dass sie gleich den letzten Gen fertig machen werden. Aber es ist auch nicht schlimm. Also gerade war ich einfach super wütend, dass sie so die ganze Zeit den Haken umschwärmt haben. Hat sie Adrenalin? Oh, sie hat Adrenalin. Ja, gut. Die Ausgänge liegen mega gut für die Survivor. Ich habe zwar Geflüster dabei, das wird es mir jetzt aber auch nicht... Ja. Weg da. Das ist mein Ausgang. Du auch. Weg hier. Das ist mein Ausgang. Sprintboost. Ciao. Ja, dann gucke ich mal, ob ich sie hier noch erwische mit, oh ne, die Ausgänge liegen doch nicht so mega gut für die.
Ja, aber sie tankt jetzt einen für sie. Krass. Sie gönnt mir zumindest nochmal den Schlag. Dankeschön. Sie gönnt mir auch den Schlag. Nein, ich gönn dir nicht deine Taschenlampe. Mac ist am anderen Ausgang. Krass. Schön geteabagt nochmal im Ausgang, aber alles gut. Welche Tarnmodus. Na, Mac. Jo, selber tschüss. Ja, puh, das war eine super schwierige Runde. Super schwierig. Ich habe, glaube ich, auch gar nicht 4 Stacks auf Barbecue, sondern nur 2 gehabt, oder? Ich habe nicht so genau drauf geachtet. Aber, wow, also Matchmaking ist total fair. Aber, ja, ich denke, vielleicht mit Piggy wäre ich besser gewesen. Erste Runde Ghostface dafür. Kann ich mich nicht beschweren. Ich habe keine Ahnung, ob ich wirklich gesagt habe, was für Add-ons ich dabei habe und was für Perks. Aber so laufen die Runden manchmal einfach. Bei Dead by Daylight, wenn man mal ein bisschen was ausprobieren möchte. Und das ist ja auch total in Ordnung. Ich werde es öfter probieren müssen, denke ich. Und vielleicht lade ich es ja hoch. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob es trotzdem in Ordnung ist, auch wenn ich so wahnsinnig schlecht abschneide. Ja, dann GG und bis zum nächsten Mal. Ciao.